Was? Hey, wieso stirbt er denn nicht? Ah, verreckt du. Penner. Mann. Lebt er noch? Lebt er noch? Lebt er noch? Hallo? Boah, warte mal. Hier. Während des Kampfes muss ich erstmal gerade hinsetzen wieder. Also, er lebt nicht mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hab echt. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg zu dir. Guck mal hier. Was für Munitionsverschwendung die Jungs hier machen. Ballern da auf einen drauf, als würde es keinen Morgen mehr geben. Na? Na? Komm. Tschüss. Idioten. Alles Idioten. Jetzt kommt mir das Spiel irgendwie doch nicht mehr so schwer vor. Wenn die einem halt mal die Chance geben, dann ist sowieso alles vorbei. Was bist du? Ein Schwein. Schweinchen. Schweinchen. Bist du? Sag ich doch. Ach ja, guck mal da. Jetzt, da wir die Schrotflinte haben, geht's eigentlich nicht so. Nee, geht nicht mehr so. Hier mit der Baba Schrotflinte. Bam. Ich liebe die Schrotflinte, die ist geil. Munition und ein bisschen Bergungsgut wahrscheinlich. Ja gut. Ei, 15 Bergungsgut sind 15 Bergungsgut, ne? So. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Also ich laufe jetzt hier. Ach, guck mal hier. Ach ja, das kennt, das ist vom Anfang. Da gibt es sogar noch Munition. Das ist ja hier der Anfang gewesen. Jungs, was ist denn los? Bist du traurig oder was, dass ihr so am Abhängen seid? Wie kommen... Achso, wir sind da unten lang gelaufen. Natürlich. Tschuh. Ach, ich hab immer das Gefühl, ich müsste hier mal sprinten. Ich weiß, hier waren wir schon gewesen und ich laufe jetzt hier gerade voll unnötigerweise hier lang, aber ich wollte diese Pfeile nicht holen, weil ich ja mit den Pfeilen voll bin. Bei Assassin's Creed bedeuten Vögel, die wegfliegen von einer Kante, dass man da runterspringen soll. Ah, ich glaube, das bedeutet in diesem Spiel nicht, dass man da runterspringen soll. Ach, guck mal hier. Ach, die Schrotflinte ist geil. Ja, also hier ist nichts mehr. Geht jetzt das Event nochmal von vorne los? I hope so nicht. So, Folgen waren ja voll gewesen. Ja, wo müssen wir nochmal hin? Da hinne. Also laufen wir jetzt mal nach da hinne. Schwein ist wieder hier. Das Schwein verfolgt uns. Verdammtes Schwein. So. Wie war das gewesen? Das kann man doch irgendwie anziehen, das Zeug, ne? Yeah. Sehr gut. Hab ich gut gemacht, hab ich gut gemacht. So. Oh, hier noch 18 Schuss fürs MG aufgenommen. Das war doch mal ein super Ding. Mal hier rüber gesprungen, mal gucken, was hier noch so abgeht. Ein bisschen rumlaufen gehört ja halt dazu, ne? Also nicht, dass sich jemand beschwert, ich würde zu wenig rumlaufen. Ah, es beschwert sich sowieso keiner, weil ich so ein super Let's Player bin. da muss ich, glaube ich, nicht durchschießen. Aber hier ist was. Oh yeah. Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Ah, ja. Ich soll also meinen Freunden helfen. Das mache ich doch schon die ganze Zeit, ihr Lumpen. Schrotflintenteile, jawohl. Schrotflintenteile sind immer gut. Falscher Knopf. Ey, Schwein. Schweinejagd. Ab auf Schweinejagd, Leute. Schweinejagd.
Wo ist es? Wo ist es? Komm her. Oh, sprinten geht ja nicht. In den Arsch. In den Arsch. In den Arsch. Also das Ding hält 3 Schüsse in den Arsch aus, ja. Oh, oh. Bewegung, los! Nö. Ich sitze in der Falle, ja. Ist klar. Jetzt sag mir noch, dass da einer mit Schild kommt. Fickt euch doch ins Knie. Oh, oh. Ich hab doch hier so einen Überskill gerade gehabt. So. Da kommt noch einer. Oh oh. Der brennt ganz schön. Na! Böse, 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 böse. Oh je. Yeah. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh Mann. Nein, jetzt sind die Kisten alle weg. Nein, böse, böse, böse. Oh. Da hinten. Ach ja, ach Mann. Mann, das ärgert mich immer. Das ist immer so. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Wird alles anders da laufen, wenn ich Zoom hätte. Wenn ich wüsste, wie man zoomt. Was ist denn mit ihm? Wo kommt er denn her? Fick dich, Mann! Geht mir alle auf den Sack heute hier. Weißt du was? Jetzt wollte ich ausrasten, schade. Mann. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Nein. Verdammt. Brauch ich mal Raketen. Oh oh. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ach nö, da komme ich natürlich nicht hoch. Ach man, aber das ist ein guter Trick da hinten in der Ecke. Da kann ich mich einigermaßen verteidigen. Ja, was ist denn? Meine Schüsse zählen jetzt hier gar nichts mehr, oder was? Lass mich in Ruhe. Was ist denn? Oh Mann, aber cool, cooler, cooler Killmove. Auf jeden Fall hat er toll gemacht. Bin ich ganz stolz auf ihn. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Nein. Verdammt. Ich glaube, das war der böse Papa, der mich da immer. Nee, das ist der böse Papa. Wo ist er hin? Was? Wo? Na, das ist doch voll unfair. Du hast doch überhaupt nicht alles im Blick bei der Scheiße. Also ich nur ein Mädchen. Das Mädchen macht dich ja gerade ganz schön fertig. Mama, Mama, Mama. Das ist gut, das ist gut. Das steht schon mal da, wegsnicken kann. Ja, ja, hast du gedacht, dass du mich wieder anschleichen kannst, gell, du Dreckiger? Aber nicht mit der Lara, Jungs. Ach ja. Nicht mit der Lara, Jungs, nicht mit der Lara. Wo seid ihr, hä? Oh, ihr wollt mich, ihr wollt an meine Wäsche? An meine Wäsche wollt ihr? Das sage ich euch zu meiner Wäsche, Jungs. Die ist explosiv. Hoch explosiv.
Ja, sammeln wir mal hier ein bisschen Munition ein. Da unten sind noch Pfeile, wie ich gerade gesehen habe. Und die Typen können wir auch noch alle prüfen. Pfeile habe ich ein paar verballert. Ja, von 40 Stück sind noch 17 da. Ja, ist doch gut, guter Schnitt. Zum Glück hat man hier so viel, in Anführungsstrichen, verschiedene Waffen. Also Schrotflinte, MG, Pistole und Bogen. Ist halt schon extrem gut, ja. Ich muss hier wahrscheinlich weiter. Ja, muss ich. Dann gucke ich erst nochmal hier, wo die da oben hergekommen sind. Ach, eine Doppelrolle geht auch. Drücken Sie wiederholt eins, zwei an die Waffe. Nein, das ist eine Lüge. Achso, Munition ist voll. Hey, cool, Munition ist schon voll. Guck mal hier hin. Yeah! Oh, cool. Guck, aua. Gucken, was hier oben noch so gibt. Dann gehe ich mal da hinten, wo alle jetzt unbedingt hinwollen. Was ist das? Das war einfach nur Erfahrung. Achso. Da noch Bogenmunition ist aber voll. Da hätten wir uns hinziehen können. Da oben gibt es bestimmt irgendwas. Ich weiß es genau. Was passiert denn jetzt? Keine Ahnung, was das soll. Mal gucken. Ich glaube, das wird nichts. Jump! Oh, was? Nee, nicht schon wieder. Ach, hier waren wir doch vorhin. Ach ja, richtig. War ich auch da ganz oben gewesen? Ich glaube nicht. Ha! Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Oh yeah. Gut zu wissen, dass hier noch andere eigentlich gar nicht so viel Bock haben, hier zu sein. So. Wie kommt man denn da hoch? Ah ja. Gibt's hier noch was? Ne, gibt's nichts mehr. Was sind das für rote Dinger? Achso, das sind so Fackelfahnen. Ansonsten war ich eigentlich fast überall gewesen, ne? Ja. Wusch. Hat der gehört jetzt sogar gebremst. Aua, das tut bestimmt weh, voll auf den Bauch. So. Yeah. Dann rocken wir jetzt hier mal die Party. Machen wir mal das Tor. Was? Wieso klemmt's denn jetzt? Hab ich irgendwas? Ach so. Nee. Hä? Also den Balken muss man wegkriegen, ist klar, ne? Hoffe ich. Doch. Der Balken. Der Stoff sieht entzündlich aus. Ah! Ah, Jens, du alter Nichtskönner. Oh. Kai, ohne Worte, Leute, ohne Worte. Ach, das wollte ich schon immer mal ausprobieren, was da passiert. Weil dann muss man sich jetzt ja nicht komplett voll hochziehen. Aber man muss es anscheinend doch. Das Spiel ist ja schlau. Schnell durch. Infiltrieren Sie den Palast. Hohohoho. Da ist hier. Ah, guck mal hier. Heller Stoff kann verbrannt werden. Mhm. Erstmal eine Runde ausruhen. Fähigkeiten. Ausrüstung. Ein bisschen mal tunen.
Was ging ab? Das ging ab. Da haben wir schon alles. Rücklaufbremse beseitigt effektiv das Gas beim Feuern, verringert so den Rückstoß. Oh, auf geht's. Zack. Was haben wir noch? Scheißegal. Volle Drossel, jawohl. So, haben wir halt mal ein bisschen was hier, ne? Ausgegeben. Keine Ahnung, wie das jetzt mit der vollen Drossel da funktionieren soll.